Hallo und herzlich willkommen zurück bei diesem Let's Play. Ja, in der letzten Folge habt ihr sicher mitbekommen, haben wir schon zwei Steine gefunden. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall noch zu der Spinnstatue zurückbringen. Ich glaube, das hier war der Weg. Ich bin mir nur nicht sicher. Und dann haben wir immer noch das Problem, dass wir den letzten Stein suchen müssen. Aber ob das zu einem richtigen Problem wird, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht ist es einfacher als gedacht. Vielleicht öffnet sich auch ein neuer Weg, wenn man die also die zwei ersten Steine eingesetzt hat. Vielleicht nicht. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt müssen wir erstmal einen Weg dorthin wiederfinden. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo ich bin. Jetzt sind wir wieder beim Laden, okay. Aber von dort kamen wir doch, also aus diesen verschlossenen Türen. Die gingen jetzt nur leider nicht auf. Ist vielleicht das Auge doch irgendwo hier? Hier sind wir dann nach dem letzten Stein wieder hier in diesen Raum gekommen, wo wir die Folge beendet und jetzt auch wieder begonnen haben. Ansonsten hier oben ging es ja nur weiter zu den anderen. Haben wir tatsächlich irgendwie einen Weg oder einen Stein, einen Eingang, irgendwas übersehen? Hier jetzt mal gar nichts. Und hier waren wir ja auch überall, oder nicht? Vielleicht nach oben hinweg? Oder vielleicht... Was macht hier solche Geräusche? Hört ihr das? Unten in der Mitte waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Das haben wir letztes Mal komplett ignoriert, weil wir hier weitergingen. Vielleicht liegt da der Stein auch auf dem Sarg drauf. Wäre ja alles möglich. Okay, ne, hier liegt irgendeine Voodoo-Puppe. Das können wir nur schmeißen. Hier ist auch nichts drin. Kann man auch nichts betätigen. Diese Lampen hier machen komische Geräusche, aber ansonsten... Da können wir auch nichts machen. Ich bin mir nicht sicher. Ganz unten waren wir, soweit ich weiß, auch noch nicht. Müssen wir vielleicht ganz nach unten? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Runterfallen möchte ich jetzt lieber nicht. Ich versuche mal ganz nach unten zu kommen. Das wird das Beste sein. Und ob es da jetzt ist oder nicht, ich glaube, zumindest irgendwas finden werden wir schon. Zumal da unten noch... Nee, hier. Ich bin gerade echt verwirrt. Sind wir letztes Mal durch das Tor gegangen oder nach unten? Waren wir hier unten oder nicht? Mann, ich weiß es nicht mehr. Da ist auf jeden Fall noch so ein Mana-Trank, den konnten wir aber nicht aufnehmen. Jetzt, wo es mir gesagt wird, meine ich, dass ich mich erinnern konnte. Waren wir hier schon? Ach so, das war das letzte. Okay. Jetzt habe ich es auch endlich mal kapiert nach keine Ahnung wie viel Stunden. Jetzt kommt der Ladepunkt wieder. Ich bin echt verwirrt. Müssen wir doch vielleicht oben rum? Also durch das Tor? Hier war ja der Endboss.
Also, keine Ahnung, ob das ein Endboss war, aber es sah zumindest so aus und er war schon etwas stärker. Hier ist noch Mana dran, können wir sowieso nicht mitnehmen. Und durch die Türen, da kommen wir ja gar nicht durch. Hier sind keine Schalter. Zerstören kann ich sie nicht. Dann muss der Weg doch irgendwo dort oben sein. Und weil ich keine andere Wahl habe... Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Ich spring da auf die Plattform und es tut sich nichts. Genau. Kommt, träumt weiter. Ja, wir müssen ja nach oben. Scheiße, jetzt bin ich wieder an die Kette gesprungen, obwohl ich nicht wollte. So, jetzt lädt es und dann versuchen wir jetzt mal das Tor oben. Da war auch ein Schalter und ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo wir überall waren. Boah, die Treppe immer. Viel zu lange. So. Jetzt hier runter wieder. Ganz vorsichtig und langsam. So. Hä? Was ist mit denen los? Die kann ich nicht töten, aber sie scheinen noch zu leben. Und... ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal hier war. Ne, also hier kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, dass wir schon mal hier gewesen sein sollen. Ich denke... ach, hier sind wir bei der Spinne. Aber da unten... oh, war das so... okay. Ich dachte, es war zu weit. Hier unten habe ich noch das hier gesehen. Kann ich hier was machen? Natürlich nicht. Okay, also die Zombies hier sind etwas gruselig. Nach seiner ruhmreichen Rückkehr bestattet, war er der siebte Drache im Träumen. Ich spucke auf das Andenken des siebten Drachen. Und das solltest du auch tun, wenn man bedenkt, was er deiner Familie angetan hat. Naja, schwarz er da auf den billigen Plätzen. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal zur Spinne, setzen die Steine ein. Vielleicht finden wir dann einen besseren Weg. Oder der einzige richtige Weg, kann natürlich auch sein. Sarret, ich kann nicht sehen. Was geht hier vor? Okay. Es müssen die Edelsteine sein. Sie bewirken das. Der Schädel ist jetzt ganz nah. Spürst du, wie er dich ruft? Nein. Und wo ruft er mich jetzt? Schädel, ruf mich bitte. Hol mich ab. Hier ist es, hinter dieser Tür. Kannst du es spüren? Ja gut, dann mach mal auf. Ich kann es spüren. Auf jeden Fall, komm. Sogar mein Popo kann es spüren. Los. Mann, Tür, geh auf. Wie komme ich da hin? Ich glaube, das hatten wir auch schon gelesen. Boah, das verwirrt mich gerade, das Spiel. Ich weiß nicht, was wir alles schon getestet haben und was nicht. Die letzten Aufnahmen waren etwas länger her. Da muss es doch einen Weg geben. Hier, die Spinne leuchtet nicht, die aber schon. Kann ich hier was machen? Nein, kann ich nicht. Kann ich die irgendwie aufschießen? Kaputt machen? Ja, da kommt mir der Pfeil höchstens zurück. Was ist das runtergefallen? Da ist was runtergefallen. Wo ist es? Boah, die Zombies hier.
Hier, Mana-Trank. Und ein Schwert, das hatten wir aber, glaube ich, schon. Ja, das... Nee, hatten wir noch nicht, aber das war scheiße. Also bleibt es weg. Ich gebe es auch langsam auf, irgendwie einen Händler oder so zu finden. Ich glaube, das ist in dem Spiel einfach nicht. Aber macht ja auch nichts. Popo abschießen. Boah, was für Fleischwunden er an seinen Arsch bekommt. Das ist voll widerlich. Voll widerlich. Stirb jetzt mal. Oh, er ist tot. Sehr gut. Waren wir hier schon? Sind wir da durchgegangen? Kommen wir hier irgendwie durch? Ich glaube, wir haben es versucht, haben es aber nicht geschafft. Aber ich weiß immer noch nicht, wie wir es schaffen sollen. Da kommt man von keiner Seite irgendwie hoch. Es ist unmöglich, da hochzukommen. Durch diese Tür müssen... Wartet. Ich glaube, ich werde hier schon wieder leicht verarscht. So, also, wenn wir in diese Richtung gucken, dann ist da dieses... Danke, hier wollte ich nicht hin. Dann ist da dieses verschlossene Tor und in das hier müssen wir rein. Das wiederum bedeutet, wenn wir jetzt in diese Richtung runterklettern, dann müssten wir hier irgendwo rein. Und hier waren wir, glaube ich, auch schon und sind nicht wirklich weitergekommen. Wie ist denn die Beschreibung nochmal? Findet den Schädel der Schatten und fliehe aus der Krypta. Okay, jetzt fragt sich nur das eine. Sucht den Schicksalsstein namens Auge der Maid in den Mauern der Krypta. Gut, aber wenn wir drei Sachen suchen müssen, wieso können wir das, den Schädel dann mit nur zwei Sachen machen? Wisst ihr, was ich meine? Es sieht für mich jetzt so aus, als bräuchten wir dieses Auge gar nicht. Warum suche ich das dann? Und hier muss ja auch irgendwas rein. Vielleicht das Auge dann, damit wir hier durchfliegen können. Aber wo bekommen wir den, was auch immer her, das ganze Zeug? Und was hat sich, hat's damit auf sich? Da müssen, muss man doch auch was machen können. Bin mir auch nicht sicher, ob ich da gar nicht hochkomme oder ob das einfach verbuggt ist. Weil das Springen hier in dem Spiel ist echt nicht das beste Springen. Und wo komme ich hier hin? Okay. Nichts Besonderes. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie ich an den Schädel rankomme. Es hat sich doch auch nichts, rein gar nichts geändert. Hier kann ich auch nichts mehr machen. Was ist, wenn ich hier irgendwie was anschieße? Kann doch aber auch nicht sein. Mann, wie komme ich weiter? Wo komme ich weiter? Boah, die Folge, die muss ultra langweilig sein, wenn ich hier nur am Suchen bin. Schädel, wo bist du? Kein Schädel. Schädel, bist du da drin? Da leuchtet was. Aber ich glaube, das ist nur so ein kleiner Geheimweg, oder? Ich gehe da mal hin.
wenn ich weiß wie. Wahrscheinlich hier lang. Das sieht nach einem kleinen Geheimweg aus. Na gut, ein Pilz auch gut. Dann haben wir wenigstens mal hier wieder ein bisschen Nachschub. Da hatten wir auch keinen mehr. Aber... hört ihr diese Musik? Oh! Oh Gott, die Falle erschreckt mich jedes Mal wieder. Boah, Leute. Die auch. Oh. Hier war ich aber auch schon. Da kommt man dann wieder zurück. Da hinten ist noch ein Zombie, aber... ist ja eigentlich egal. Boah, und die Musik, wieso wird die denn so anders? Die war doch vorhin nicht so. Als ob ich hier in einem Kampfgebiet bin oder in irgendeinem besonderen Gebiet halt. Vor allem hier fehlen doch noch zwei Steine. Oder ist der schon drin? Der ist schon drin. Ach so. Also ein Stein fehlt auf jeden Fall noch. Das scheint dieses Augending zu sein. Ich muss es doch nochmal lesen. Sucht den Schicksalsstein namens Auge der Maid in den Mauern der Krypta. Wir müssen ihn also suchen. Und gleichzeitig müssen wir auch den Schädel suchen. Und dann aus der Krypta fliehen. Aber... hä? Wenn wir das eine suchen müssen, dann können wir doch nicht mit dem anderen fliehen. Wird hier immer gruseliger. Ich dachte, ich spiele hier ein Rollenspiel und nicht so eine Scheiße hier. Oh Mann. Warum tue ich mir das an? Warum wird denn das jetzt so anders? Warum schreien hier Menschen? Was ist hier los? Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Boah, das ist voll Psycho. Und wieso fehlt hier eigentlich ein Stück Mauer? Komme ich hier weiter? Das sind zwar so Holzdinger, aber... das da hinten sieht mir nicht mehr nach begehbarer Map aus und selbst wenn ich da jetzt, da bekomme ich gar keine Seile hin. Das hat sich doch, also die Musik und die Sounds, die haben sich doch jetzt erst geändert, als ich die Steine eingesetzt habe. Das ist mega gruselig gerade. Immer eine Motte rum. Nicht mehr und nicht weniger. Oder ist das eine Fledermaus? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie eine Motte, finde ich. Aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Wir haben doch jetzt alles schon abgesucht. Habe ich was übersehen? Sind wir wieder an diesem Ausgangspunkt hier.
Hier kommen wir ja nur zurück. Und da kommen wir in die andere Richtung zurück. Aber da kamen wir auch nicht weiter. Die Dinger sind immer noch zu. Hoch komme ich hier auch nirgendwo. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja. Ich würde sagen, wir schauen dann einfach nächste Folge wieder weiter, wie wir an den Schädel oder an das Auge kommen. Mir fällt echt kein Weg ein, den wir noch nicht hatten. Vielleicht habe ich aber auch einfach was übersehen, beziehungsweise sehr wahrscheinlich habe ich was übersehen. Aber wenn ich was übersehen habe, dann müsste das doch auch findbar sein. Vielleicht ist das tatsächlich in dem Labyrinth. Müssen wir nochmal schauen, nächste Folge. Also, bis dahin könnt ihr ja gerne bei den anderen Let's Plays mal vorbeischauen und dann sehen wir uns morgen wieder bei diesem Let's Play. Und bis dahin viel Erfolg und viel Spaß bei was auch immer ihr tut. Bis dann, ciao.